Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Duru. Hi. Hi. Hast du Fieber? Nein? Mir geht's gut. Ich bin nur etwas müde. Keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll. Dann steck die Hand auf den Boden oder so. Und bete. Ja, dann geht's mir besser. Wir haben heute viel zu tun. Wir dürfen nicht faulenzen. Sonst machen wir uns zum Narren. Also bis dann. Tschö. Tschö. Wir dürfen nicht... uns nicht ausruhen. Ja. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo wir jetzt hin müssen. Wir treffen uns normalerweise... Gerade sagen, was ist denn hier los? Jetzt kann ich es gar nicht mehr bewegen und jetzt auf einmal ist es überall. Wir treffen uns ja normalerweise zum Essen, war es, ne? Aber da brauchen wir heute nicht hin, weil wir schon gegessen haben oder wieso? Ich bin mir nicht sicher. Dann gehen wir mal direkt zum Aufzug. Das können wir natürlich auch machen. Nein, bleib da, wo ich draufklicke. Level 4 müsste richtig sein, oder? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher gerade. Aber ich meine, Level 4 ist richtig. Okay, da ist zu. Da ist ein Stein. Ach so, der kommt eh nicht mit runter. Okay. Ja, da müsste das eigentlich richtig sein. Da oben ist, oder? Da oben ist doch mal was zu werfen, weil das kommt mir jetzt so bekannt vor. Ja, ich weiß, du kannst wieder nicht einfach nur nach oben gehen. Ich weiß, ich weiß. Okay. Die ersten 30 Versuche sind umsonst. Ich meine, es wäre schön, wenn er wenigstens dieses Dings anzeigen würde hier. Das ist aber doch das, was wir schon gemacht haben, oder? Okay, die tun uns auch weh. Und nein, das haben wir definitiv noch nicht gemacht. Also wir hatten nichts mit diesen Stachelbeeren drin. Okay, da ist ein Schalter. Den machen wir erstmal. Wenn wir das denn irgendwie hinkriegen mit der Steuerung hier. Ja, fast. Fast. Controller, ich höre dir trapsen. Oh nee, komm. Hä? Da steht übrigens auch so ein Zeitding dran, fällt mir gerade auf. Das ist mir jetzt ernsthaft das erste Mal aufgefallen. Unten gibt es auch noch was, aber ich weiß nicht, ob wir dann wieder hochkommen. Na gut, wenn wir einen Stein hinbauen, dann müssten wir eigentlich hochkommen. Ich guck mal eben, ob wir das von hier unten eventuell hochwerfen können. Aber wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich müssen wir da ganz hoch, denke ich mal. Ja, jetzt sind wir ganz unten. Komm ruhig mit mir, kein Thema. Okay, da haben wir drei Stück. Die Frage ist, wofür brauchen wir die jetzt? Ja.
Aha. Okay. Haben wir dich ausgetrickst, Kleiner? Sehr schön. Gut, der, doch, der kommt noch mit hoch. Okay, problematisch wird es dann eher hier vorne. Trotzdem müssen wir irgendwie da hoch. Ah, da oben ist auch nochmal ein Schalter, sehe ich gerade. Okay. Und wir müssen rechts noch was rüberwerfen. Das heißt, eigentlich müssten wir hier einen großen hinmachen. So. Und dann mal gucken, ob ich überhaupt treffe. Ja. Ich sollte die Taste vorher drücken. Ja, nein. Fast. Bleib doch einfach mal da stehen. Okay, verstehe. Blöd ist jetzt nur... Kann ich den da... Den kann ich ja gar nicht mitnehmen eigentlich, ne? Wie müssen wir den jetzt werfen, damit der da unten hinkommt? Das ist eine sehr gute Frage. Oh. Okay, das reicht schon. Ja, super. Dann. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich eigentlich wollte. Ich wollte den jetzt eigentlich beim Runterspringen direkt drücken, aber das wollte er jetzt irgendwie nicht, der Schalter. So. Lalalalalalala. Jetzt haben wir nur hier für nichts mehr. Obwohl, einen kleinen haben wir noch. Um wieder zurückzukommen wahrscheinlich dann. Er ist müde oder so? Er mag das nicht, wenn er ja die ganze Zeit... Wenn ihm die ganze Zeit was heiß gemacht wird, ne, Hintern heiß gemacht wird, während er da am Arbeiten ist. Und deswegen ist er jetzt erschienen, der Schwarze. Darüber denkt er jetzt nach. Und der will Karotten anmalen, oder was? Ach so, der will ihm eine Karotte malen, damit er dann da bleibt und er sich dann aus dem Staub machen kann. Verstehe. Das heißt jetzt was? Dass wir jetzt Karotten machen können. Okay. Das Problem... Ach nee, Moment. Jetzt haben wir 4. Das Problem ist nur, warum, wieso, weshalb. Weil hier ein Stein draufgelegt werden muss wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal stark an. Und rechts ist der Stein. Nein, lauf! Wieso ist der so scheiße schnell? Ach nee, da oben. Ich könnte theoretisch einen großen Stein hier drauf machen. Den kann er nicht, oder auch nicht, weil der nicht angenommen wird. Das ist eine Schnelligkeitsaufgabe, das ist mir schon klar. Das Problem ist, der ist so schnell wieder hinter mir her. Ich weiß jetzt auch nicht, wenn ich das jetzt dahin mache. Macht er den direkt runter? Direkt noch nicht, ne? Haha. Gut. Was?
Das will ich doch eigentlich gar nicht. Ich will doch nur da hoch. Okay, ich rutsch da runter. Hä? Ah, es wird schon wieder... Ja, theoretisch könnte ich ja nach links springen, aber das hat er jetzt nicht gemacht. Deswegen irritiert mich das Ganze jetzt ein bisschen. Ja, doch. Die Frage ist nur, wie kriege ich das blöde Viech dann dahin? Achso, der läuft... Ja, gut. Der läuft ja einfach mit, stimmt ja. Okay. Können wir hier irgendwas machen, damit wir hier... Hier ist nichts... Oder kann ich den beschweren? Das ist eine gute Frage. Anscheinend nicht. Okay. Wie komme ich denn dann da hoch? Ach so, ich kann so hoch. Okay. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann ich das eventuell dahin werfen? Ich kann da gar nichts hinwerfen. Ah. Nein, komm. Du Blödmann, wieso springst du nicht? Warum steht der Idiot da jetzt nicht mehr drauf? Muss ich ihm jetzt echt eine Karotte da unten hinwerfen oder was? Wieso falle ich da mal durch? Hä? Da bin ich jetzt ganz ehrlich, das verstehe ich nicht. Entweder ist es wirklich verbuggt, das würde mich nicht wundern, weil so schön das Spiel ist, es gibt halt einige Bugs hier drin. Oder ich könnte es vielleicht mal so probieren, keine Ahnung. Ich dachte eigentlich, dass ich ihm jetzt wahrscheinlich... Ach so. Müsste ich wahrscheinlich rechts hin machen, oder? Ja, natürlich kommt der nicht mit. Natürlich kommt der nicht mit, weil dieses dumme Vieh zu blöd ist, da drauf stehen zu bleiben. Also zum Nicht-Durchrutschen ist der Große schon gut, aber... Kommt der Idiot trotzdem nicht mit. Das heißt, ich muss dem auf jeden Fall hier dieses blöde Zeugs dahin machen. Das ist... Das wird den nicht aufhalten. Das ist das Problem. Ach, jetzt komme ich da natürlich wieder nicht mehr hoch. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so gewollt ist, dass man da durchrutscht, sobald man das Ding berührt, wenn es nach oben geht. Es ist gut gewesen, dass das jetzt nicht passiert ist, als ich den Stein drauf hatte. Vielleicht sollte ich einen kleinen Stein dahin, aber den kleinen Stein, den macht er dann ja sowieso wieder weg, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Das Problem ist nur, das Viech ist halt zu blöd, um da drauf stehen zu bleiben. Ja, natürlich. Nein, ich wollte doch nur den Hebel drücken, Mann. Das sind dann so die Momente, wo man aufhört, ein Spiel gut zu finden, ehrlich gesagt. Hallo, jetzt kann ich mich wieder nicht... Ja, super. Das ist super, vielen Dank dafür. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Ja, ich habe aber ehrlich gesagt auch keine Lust, jetzt alles nochmal von vorne zu machen.
Ich liebe die Bugs, die ich bisher gefunden habe. Eingeklemmt zu sein war allerdings bisher noch nichts davon. Normalerweise bin ich ja durch die Gegend geflogen und immer durch das Level nach unten durchgefallen. Eingeklemmt zu werden ist mal eine völlig neue Erfahrung. Leider ist es total egal, was ich jetzt hier drücke. Ich kann nur das Spiel quasi nochmal neu starten. Also ich kann jetzt auch nicht den Stein wegzaubern oder so, obwohl ich direkt da dran stehe. Das ist wirklich nervig. Okay, immerhin haben wir hier jetzt noch den letzten Save Point. Schon mal etwas Gutes. Aber das mit dem Hoch, jetzt kann ich mich wieder nicht bewegen. Ah, schön. Also wenn ich zum letzten Save Point gehe, darf ich mich nicht mehr bewegen. Das ist geil. Hier kann ich alles nochmal mit bewegen, aber ich selber darf mich nicht bewegen, wahrscheinlich wegen dem Bug, als ich zurückgesetzt worden bin. Ja, es tut mir leid, aber ich bin ganz ehrlich, dann habe ich auch wirklich keine Lust, das jetzt im Moment weiterzuspielen. Ich werde jetzt die Folge so erstmal hochladen und werde dann ein bisschen warten, bis diese ganzen Bugs erstmal ein bisschen rausgepatcht worden sind, weil wenn man immer die gleichen Sachen erlebt, na gut, es ist ein Unterschied, ob man ständig durchs Level fällt oder ob man jetzt verbuggt ist, dass man sich nicht mehr bewegen kann und nur noch so quasi hoch und runter gehen kann mit dem Schauen. Aber es ist doch sehr nervig. Und ich finde dieses Spiel wirklich sehr, sehr toll. Ich finde es unheimlich süß, auch wenn mich diese Stelle gerade tierisch nervt, muss ich zugeben. Aber ansonsten finde ich es wirklich sehr, sehr süß gemacht und ich würde es auch liebend gerne weiterspielen. Aber ich warte noch ein bisschen, bis die Bugs rausgepatcht sind und ja, werde es dann die Tage irgendwann nochmal probieren. Ich werde dann schauen, ob es irgendwas gab, was gepatcht worden ist und dann wagen wir nochmal einen neuen Versuch. Tut mir wirklich leid, aber ja, ich denke, ich hoffe zumindest, ihr versteht mich, dass ich jetzt da nicht unbedingt dann 30 Mal, ja 30 ist vielleicht übertrieben, aber 90 Mal neu starten möchte und dann doch nicht weiterkommen, weil ich nachher wieder den gleichen Bug habe, weil das Problem hatte ich ja schon diverse Male mit dem durchs Level fallen. Dass das immer das Gleiche gewesen ist und immer wieder Neustart hat nichts geholfen. Wieder ausloggen und einloggen ins Spiel hat auch nicht geholfen. Und ja, da warte ich dann lieber, dass das Ganze gepatcht ist. Oder wir probieren zumindest nochmal nach einem kommenden Patch, ob es dann verbessert worden ist. Ja, danke erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Versuch. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.